Sie sind heute bei uns im Gespräch eingeladen. Was sind denn heute besonders wichtige Themen, die Sie aufs Tapet bringen wollen? Naja, nun gut, ich würde mal sagen, im Herbst besteht eine Riesenchance für Österreich und für die Menschen in Österreich, dass es endlich eine Regierung gibt, die was weiterbringt. Ehrlich gesagt, auch was wir in den vergangenen Wochen wieder gesehen haben, war halt Stillstand und Streit, anstatt dass es wirklich eine Kraft gibt, die wirklich sagt, jetzt müssen wir Österreich voranbringen, jetzt müssen wir Reformen bringen, gerade auch um die Menschen zu entlasten oder auch wirklich den Jungen alle Chancen zu geben. Und da haben wir unsere Pläne, die werden wir vorstellen. Spielen Sie da ein bisschen auf die Gerüchte an, rund um die Pläne zwischen SPÖ und ÖVP zusammen mit den Neos einen Bundeskanzler Kickl zu verhindern? Das finde ich total lustig. Schon mehrfach habe ich gesagt, erstens einmal, dass ich es reichlich absurd finde, als Motivation in eine Regierung zu gehen, um jemand anderen zu verhindern. Ich bin wirklich kein Kickl-Fan und kein Fan der FPÖ. Die können nicht regieren, das haben die mehrfach gezeigt. Die bedienen sich nur am Futterdruck. Aber wenn jetzt ÖVP und SPÖ glauben, die können da wieder im stillen Kämmerlein irgendwas ausmachen, das wird nicht so funktionieren. Also ich müsste schon davon wissen und ich glaube zuerst einmal sind die Wählerinnen und Wähler am Wort. Was mich ein bisschen freut ist, es wird uns ja viel zugetraut, Bildungsministerium, Wirtschaftskompetenz. Ich glaube aber auch, dass man im Bereich Finanzen dringend eine Reformkraft braucht, die Energie hat und die vor allem auch unabhängig ist. Also das ehrt mich, aber so wie die sich das vorstellen, in alter Parteienmanier im stillen Kämmerlein, so wird es das nicht spielen. Danke.